Du kennst es bestimmt auch, oder? Man scrollt durch Netflix auf der Suche nach einem guten Film und findet gar nichts. Ich kenne es so zu gut. Und daher habe ich für dich 20 Netflix Original Filme, damit du nicht mal suchen musst. Drama. I Care A Lot ist interessant, denn es gibt in dem Film nicht wirklich einen Protagonisten, eher sind beide Antagonisten und man wägt als Zuschauer ab, wer schlimmer von den beiden ist. Rosamund Pikes Figur bietet Betreuungshilfe für Senioren an, nimmt ihnen alles gegen ihren Willen weg, um davon selber ein gutes Leben zu führen. Sie macht aber auch den Fehler, die Mutter von einem russischen Mafia-Gangster ins Visier zu nehmen, der seine Mutter nun retten will und dafür alles in Kauf nimmt. Der Film spricht ein wahres Problem an, zwar etwas überspitzt und sehr krass dargestellt, aber ich musste auf jeden Fall nach dem Schauen mir einige Gedanken dazu machen. Don't Look Up hat sehr makabere Züge, sage ich jetzt mal, und ist voll durch die Decke gegangen. Das liegt aber auch an einem Cast wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill und sogar Ariana Grande. Die spielt eine Parodie auf sich selbst und das ist verdammt genial. Runtergebrochen soll die Erde von einem Kometen in 6 Monaten getroffen werden, wodurch nicht gerade wenige sterben werden. Die 2 Wissenschaftler, die den Kometen entdecken, werden aber von der US-Regierung nicht ernst genommen und müssen durch obskure Auftritte in den Medien darauf aufmerksam machen. Der Film wird durch eben seine sehr bizarren Figuren getragen, von DiCaprios weirden Wissenschaftler, Streeps direkte Parodie auf Trump, bis hin zu Ron Perlmans Militär-Macho-Colonel. Aber am Ende des Tages ist es eben das Ende der Welt und man wird gezeigt, wie Menschen im 21. Jahrhundert mit dieser Thematik, dieser globalen Katastrophe umgehen oder eben nicht umgehen. Stichwort globale Erwärmung. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ist ein verdammt langer Titel, aber spricht auf jeden Fall ein Thema an, das Leute seit Jahren catcht. True Crime. Zac Efron spielt den Serienkiller Ted Bundy aus einer anderen Perspektive. Heute wissen wir, Bundy hat eine Menge Menschen ermordet, aber der Film stellt ihn bis zu den letzten Minuten als ein Opfer dar, das falsch angeklagt wurde und nun juristisch um sein Leben kämpft. Gleichzeitig wird auch gezeigt, wie sein Umfeld, vor allem seine Freundin, von den Anschuldigungen seelisch kaputt gemacht wird. Efron spielt Bundy perfekt, einen Psychopathen, der Menschen manipulieren konnte. Und das wird sogar auf die Erzählweise der Handlung projiziert. Wir als Zuschauer werden manipuliert. Generell erfahren wir mehr über Bundy, seine ganzen Fluchtversuche, die ganzen Menschen außer seine Freundin, die noch zusätzlich in dieses Lügenkonstrukt mit reingezogen wurden. Und natürlich kommt dann der große Reveal am Ende, den wir halt haben kommen sehen, weil es ist halt alles passiert, aber der trotzdem mich irgendwie überrascht hat. Thriller. Von Dramen zu Thrillern. Das koreanische Kino ist Gott sei Dank seit Jahren im westlichen Mainstream-Publikum endlich angekommen. Das auch dank Filmen wie Train to Busan, Parasite, The Host, I Saw the Devil, Oldboy. Das sind nur sehr wenige Beispiele für das koreanische Kino in Hochglanz. Aber The Call, den solltet ihr auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Eine junge Frau im Jahre 2019 findet in dem Haus, in dem sie als Kind lebte, ein altes Telefon, durch das sie mit einer anderen jungen Frau aus dem Jahre 1999 Kontakt aufnehmen kann. Unsere Protagonistin rettet die Frau aus der Vergangenheit durch eine Warnung vor ihrem Tod. Nur das Problem, die Frau aus der Vergangenheit wird zu einem Serienkiller. Die Frau aus der Gegenwart weiß zwar, wen ihre Gegenspielerin im Jahr 99 umbringen will, weil es ja schon passiert ist, aber gleichzeitig wird sie selber als Kind und ihre Familie in den 90ern Ziel der Mörderin. Jetzt beginnt ein sehr spannendes Katz-und-Maus-Spiel und die große Frage, wie kann ich einen Mörder überführen und seine Opfer retten, wenn das alles ja bereits schon passiert ist? Wer auf Endzeit-Filme steht, der wird wahrscheinlich mit How It Ends auf seine Kosten kommen. Im Mittelpunkt haben wir Theo James' Figur, der alleine die Eltern seiner schwangeren Freundin besucht, um sie zu bitten, ihre Tochter heiraten zu dürfen. Genau dann kommt es aber zu massiven Erdbeben und zusammen mit dem Vater seiner Freundin, gespielt durch Forest Whitaker, tritt er einen Roadtrip an, um seine Freundin in Sicherheit zu bringen. Unterwegs begegnen den beiden natürlich feindselige Menschen, die für Vorräte und Sprit sogar töten würden. Wie es euch denken könnt, beide mögen sich nicht, ganz im Gegenteil, sie hassen sich, müssen aber dann trotzdem lernen, zusammenzuarbeiten, um zu überleben. Zu großen Katastrophenfilmen, zum Überlebenskampf im eigenen Schlafzimmer. Ach ja, und es ist auch irgendwo eine Stephen King-Verfilmung. Ein Paar will ihr eingerostetes Liebesleben aufpeppen und verbringt Zweisamkeit in einem abgeschotteten Sommerhaus. Als es dann zur Sache geht und die Frau ins Bett gefesselt wird, erleidet ihr Mann einen Herzinfarkt und sie muss sich aus dieser Situation befreien. Es ist die Sorte von Überlebensfilm, bei der man bei jeder Entscheidung des Protagonisten mitfiebert und selber sich die Frage stellt, würde ich genauso handeln? Wäre ich sogar bereit dafür, ich weiß nicht, sich den Arm abzuhacken, um sich zu befreien? Das ist cool. Also jetzt nicht Arm abhacken, verstehe ich nicht falsch. Action.
Genug Dramen. Wir brauchen Action. Wir brauchen Michael Bay. Ja, der hat nämlich Six Underground gedreht für Netflix und es gibt Explosionen. Boom. Ryan Reynolds spielt einen Milliardär, der seinen eigenen Tod vortäuschte, um mit Hilfe einer abgedrehten Söldnergruppe die bösen Jungs spektakulär zu jagen. Ein Militärscharfschütze wird mit reingezogen und das nächste Ziel dieser Gruppe ist es, einen Diktator zu stürzen, um eine Revolution anzuzetteln. Klassischer Bay-Look mit zugegeben soliden Actionsequenzen. Ach ja, und habe ich erwähnt, dass es Explosionen gibt? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Leute, ihr kennt mich, auf dieser Liste darf keine Comic-Verfilmung fehlen und daher hätte ich für euch The Old Guard mit Charlize Theron. Und Mann, oh Mann, wir wissen, diese Frau kann austeilen. Ich meine Atomic Blondes, Mad Max oder auch die Fast and Furious-Reihe. In The Old Guard haben wir auch eine Söldnertruppe, die aus Unsterblichen aber besteht. Jedes Mitglied ist in einer anderen Epoche teilweise geboren. Was sie aber alle verbindet, sie sind irgendwo Krieger oder Soldaten gewesen und haben sich nun zusammengeschlossen, um aus dem Schatten heraus die Geschichte zu lenken. Im positiven Sinne natürlich. Wie bei Six Underground haben wir auch hier einen Fish-Out-of-Water-Charakter, der dazu stoßt und mit den Zuschauern nach und nach in dieses Chaos hineingezogen wird. Rundum solide Kampfchoreos, Charaktere, die nicht ganz flach sind, wo man so ein bisschen auch mitfühlen kann und eine Anführungszeichen Mythologie, die hier aufgebaut wird und auf jeden Fall Lust auf mehr macht, deswegen wird es auch bald einen zweiten Teil geben. Project Power ist zwar keine Comic-Adaption, aber irgendwo Superhelden-Story durch und durch. Also teilweise. Es wird nämlich eine Droge entwickelt, die einem für 5 Minuten eine Superkraft verleihen kann. Dabei gibt es natürlich verschiedene Pillen mit unterschiedlichen Kräften. Das sorgt für Chaos auf den Straßen von New Orleans. Nun liegt es an einer Dealerin, einem Polizisten und einem ehemaligen Soldaten, die Quelle zu finden und die Produktion und Vertrieb ein für alle Mal zu stoppen. Und wen diese Geschichte catcht und auf jeden Fall mehr davon haben will, es gibt einen Comic, der in eine ähnliche Richtung geht, und zwar MPH. Da geht es auch um Superdrogen, die einem Kräfte verleihen, aber hier bekommt man statt irgendeine Superkraft Supergeschwindigkeit. Wenn dich das interessiert, schau in die Videobeschreibung. Dokus. Auf Netflix gibt es ja unterschiedlichste Doku-Reihen zu den weirdesten Themen. Es gab sogar einen Dokufilm über Bäume, der ist, glaube ich, gar nicht mehr verfügbar. Aber der war nice. Aber ein Dokufilm, der mein Interesse anspricht, war auf jeden Fall Enter the Anime. In nicht einmal 60 Minuten will eine Filmemacherin, die mit dem Medium Anime bisher wenig zu tun hatte, herausfinden, warum es weltweit so viele Fans gibt und was den Anime ausmacht. Es gibt Interviews mit Leuten aus der Industrie, die zugegeben aktuell mehr oder weniger fast nur an Netflix-Produktionen mitarbeiten, aber trotzdem sehr interessante Sachen droppen und auch mal über die Schattenseite der Industrie reden. All das visuell und verbal mehr an Millennials orientiert, mit einer Mini-Geschichtsstunde über die japanische Animation. Pluspunkt für mich bei diesem Doku-Film war auf jeden Fall, dass man Passagen hatte, wo es generell um die japanische Kultur geht und wie sie eben Einfluss genommen hat auf die japanische Popkultur. Wer aber auf diese ganze Anime-Ding nicht so abfährt wie ich, kein Problem, ein anderer Film, den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Tinder-Schwindler. Da gab es diesen Israeli, der mit falschen Namen, Dokumenten und Versprechen dank einem mehr oder weniger Schneeballsystems in ganz Europa Frauen bei Tinder abzog und dabei wahnsinnig hohe Summen ergatterte. Seine realen Opfer geben Interviews, es wird echtes Bildmaterial gezeigt und erzählt, wie das Ganze überhaupt passieren konnte, was die Folgen war für die Opfer und ob dieser Typ zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Ich kann mich nicht an einen Doku-Film ohne eine Doku-Reihe in der letzten 2-3 Jahre erinnern, wo ich mich so hart aufgeregt habe. Von Tinder rüber zu einem meiner Lieblingsschauspieler, Jim Carrey. Zwar haben wir keinen generellen Dokufilm über ihn und sein Leben, aber über die Zeit, als er einen ganz speziellen Film drehte. Man on the Moon. Eine Filmbiografie über den Komiker und Schauspieler Andy Kaufman. Ein an sich schräger Typ, der als Prototyp-Internet-Troll den weirdesten Shit damals gemacht hat und über den sich verschiedene Theorien rangen. Von seinen Künstlerrollen bis hin zu seinem angeblich vorgetäuschten Tod. In diesem Dokufilm bekommen wir ein Behind the Scenes von dem Film, wo Carrey zwischen den Takes voll in seiner Rolle die Crew humoristisch terrorisiert, während er in der Gegenwart seinen Respekt zollt an Kaufman und über generelle Themen wie das Showbiz und seine Schauspielkarriere redet. Also ja, irgendwo ist es teilweise auch irgendwie ein Jim Carrey Dokufilm und sehr spannend. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kann Jim Carrey wirklich stundenlang zuhören. Science Fiction. Kommen wir zu meinem Lieblingsgenre, Science Fiction. Erinnert ihr euch noch an Buried, diesen einen Film mit Ryan Reynolds, wo er die ganze Zeit versucht, aus einer Kiste sich zu befreien? Was soll ich sagen, stellt euch jetzt diesen Film vor, aber mit einem Sci-Fi-Twist. Darf ich vorstellen, Oxygen, in dem Melanie Laurent in einer Kryo-Einheit erwacht, die zwar mit einer KI ausgestattet ist, aber so leicht nicht im ersten Moment nach Hilfe rufen kann. Durch ihr plötzliches Erwachen neigen sich die Sauerstoffreserven dem Ende zu und mit Gedächtnislücken versucht sie sich aus ihrem Hightech-Sarg zu befreien. Wie
die Buried es vormacht, haben wir zwar nur eine Schauspielerin und es gibt nur einen einzigen Schauplatz, aber trotzdem ist dieser ganze Film extrem spannend und man fiebert wirklich bei jeder Entscheidung der Figur mit. Mit einer KI und einer gefangenen Frau kriegen wir es auch im nächsten Film zu tun. Eine Frau wird von einem sadistischen Hightech-Genie entführt und in seinem Zuhause eingesperrt, damit sie an einem Experiment teilnimmt, das die kognitiven Fähigkeiten des Gehirns dank eines Implantates aufzeichnet. Wenn er tagsüber an einem Projekt arbeitet, wird die gefangene Frau mit einer KI namens Tau bei ihm zu Hause zurückgelassen. Die von Gary Oldman gesprochene KI ist zuerst ihr gegenüber feindlich eingestellt, doch mit der Zeit bauen die beiden sowas wie eine Freundschaft auf. Hier werden spannende Fragen in die Runde geworfen, wie zum Beispiel, ob eine KI eigene Rechte haben sollte, einen Anspruch auf Freiheit und ob eine KI mit den Menschen leben sollte oder für den Menschen. Einer von Netflix Flaggenschiffen ist auf jeden Fall Black Mirror. Oh mein Gott, ey, ich liebe diese Serie. Genau wie meinem Black Mirror Video bereits schon angesprochen, ist es eine Anthologie-Reihe, bei der jede Episode mit einer eigenen Geschichte und eigenen Figuren komplett für sich steht. Und der Film ist auch keine Ausnahme. Ein Videospielentwickler in den 80ern will einen interaktiven Roman als Videospiel umsetzen. Dabei wird er in eine Verschwörung verwickelt, bekommt es mit Zeitschleifen, Parallelwelten und sogar seiner eigenen gebrochenen Psyche zu tun. Der Film ist selber aber auch interaktiv und lässt sich an ganz vielen Stellen selber Entscheidungen treffen, die vielleicht auch trivial wirken wie, hey, welche Cornflakes esse ich jetzt oder sowas, aber später kommen Entscheidungen, die den Plot maßgeblich beeinflussen und euch zu verschiedenen Enden teilweise führen können. Horror. Nach Science Fiction ranke ich aber auch Horrorfilme sehr hoch. Liegt aber auch daran, dass ich mit Horrorfilmen aufgewachsen bin. Und ich glaube, das würde auch erklären, warum ich so komisch bin. Jedenfalls, der nächste Film ist In the Tall Grass. In einer weiteren Stephen King-Adaption findet sich ein Geschwisterpaar auf der Durchreise in einem hohen Grasfeld wieder und findet den Weg nicht mehr raus. Dabei treffen sie auf eine Familie mit demselben Problem. Was als zugegeben dumme Idee anfängt, entwickelt sich zu einem spannenden Survival-Thriller mit Horror- und Science-Fiction-Elementen. Das Grasfeld positioniert die Gefangenen nämlich immer wieder neu und lässt Raum und Zeit komplett verrückt spielen. Als wäre man mitten im Bermuda-Dreieck. Und dann wäre da auch noch so ein komischer Monolith. Ey, immer diese Monolithen, Alter. Was ist das? Denkt man an das Horror-Genre, denkt man auch an klassische Monster-Ikonen. Werwölfe, die Mumie, Frankensteins Monster, Zombies oder auch ganz klassisch Vampire. Und jetzt nimm mal den ganz typischen Blutsauger, wie Bram Stoker das auch zum Beispiel vormachte, und pack ihn in die Hood. Darf ich vorstellen, Vampires vs. the Bronx. Junge, was ist das für ein Film einfach? In dieser Horror-Komödie treten die jungen Bürger der Bronx als letzte Bastion der Menschheit gegen eine Gruppe reicher, elitärer Vampire an, die nach und nach Immobilien in ihrem Viertel aufkaufen. Das Problem ist, anfangs glaubt den Protagonisten keiner, bis es eben zu den allerersten Opfern kommt. Dieser Film ist irgendwie so The Goonies, aber in der Hood mit Vampiren. Das hört sich sehr trashig an, ist es irgendwo ein bisschen schon, aber es macht auf jeden Fall sehr Spaß und ist ein guter Film für den Sonntagnachmittag. Eine weitere Horrorkomödie, die ich euch empfehlen kann, trägt den sehr intelligenten Titel Girls with Balls und I Shit You Not. Ich musste bei dem Film wirklich lachen. Ein weibliches Volleyballteam, das mit wirklich überdrehten, aber charismatischen Charakteren besetzt ist, inklusive ihres Coaches, Ehrenmann an der Stelle, ist mobil unterwegs, landet in einer Hinterweltlerbar. Dort kommt es zwischen den Einheimischen und den Mädels zu einem Cliff und daher machen diese Rednecks das einzig Logische. Sie machen Jagd auf das Volleyballteam. Es gibt kreative Kills, absurde Dialoge und Situationen, die einem wirklich überraschen. Was mich überrascht hat, die Charaktere weichen gekonnt in der ersten Filmhälfte den gängigen Tropes dieses Genres aus. Und in der zweiten Filmhälfte kriegen einige der Figuren genug Tiefe, dass man doch irgendwo mit ihnen mitfiebern kann. Und dann kommt das große Ende und ich kann immer noch nicht mit Worten beschreiben, was war das? So, zwei Filme vom Thumbnail haben wir bereits schon. Also fehlt uns nur noch die Babysitter. Gib doch zu, du Schlingel, du hast doch nur wegen Bella Thorne draufgeklickt, oder? Würde ich auch. Ich drücke es mal liebevoll aus. Es ist Kevin allein zu Hause meets Scream. Ein Junge ist weiterhin auf einen Babysitter angewiesen, gespielt durch Samara Weaving, und eines Abends geht er aber nicht schlafen und beobachtet stattdessen seine Babysitterin, wie sie mit Schulfreunden einen Teen umbringen. Nun ist er das Ziel dieser Mördergruppe, die ihn für Satan opfern wollen. Genau wie Kevin lässt sich der Junge das aber nicht gefallen und verlässt sich auf Tricks und die Dummheit seiner Verfolger. Übrigens hatte der Film auch ein Sequel, das mit einer, ich sage es mal, ähnlicher Formel funktioniert, aber noch weitaus mehr Coming-of-Age-Elemente drin hat als der erste Teil. Und schließen wir das Ganze hier ab mit Fear Street, ein Film, dessen Trailer so generisch aussah und mich so kalt ließ, dass ich es teilweise Wochen aufschob, ihn zu schauen. Und als ich es doch tat, habe ich es so bereut. Es ist ein Slasher-Film und
Klar, das Rad wird hier nicht neu erfunden, es sind trotzdem die bekannten Tropes wiederzufinden, aber denen zollt man hier Tribut und bringt trotzdem irgendwo auch frische Ideen mit rein. Schauplatz der Handlung ist Shadyside. Auf dieser Kleinstadt lastet seit Jahrhunderten der Fluch einer Hexe, bei dem random Menschen austicken und Serienkiller werden. Einige längst totgeglaubte Killer und ein neuer hat es auf die Protagonisten abgesehen. Die Hauptfiguren wollen die Killer stoppen und das Geheimnis ihrer Stadt lösen. Eigentlich ist es eine Trilogie, die sich wie eine ganze Miniserie schaut. Mit Cliffhangern, die mich praktisch zwangen, alles am Stück zu schauen. Teil 1 spielt in den 90ern, Teil 2 in den 70ern und Teil 3 1666, also nur zur Hälfte. Denn danach kehrt man in die 90er zurück und beendet die Story mit Charakteren aus den ersten beiden Teilen. Es wird ein sehr solides Lore aufgebaut hier mit Foreshadowings, die sehr gut konstruiert sind und natürlich durch die 70er und 90er gibt es jede Menge Popkultur-Throwbacks. Und das waren 20 Netflix Original Filme. Soll ich nochmal so ein Video machen, dann aber zu den Netflix Original Serien? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Und damit sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal. Ein Videospielentwickler in den 80ern will einen interaktiven... Immer irgendwelche Leute, die rumschreien. Ach so, nee, das bin ja ich. Nee, da draußen wird gerade geschrien, deswegen. Ey! Ich könnte es zwar gerade nicht hören, aber meine Nachbarin schreit wie verrückt einfach nur. Wir pranken jetzt meine Nachbarin. Ey! Ey, Puppe!